Hallo und herzlich willkommen. Und das ist natürlich im Netz so ein bisschen durchgesickert. Sie soll kommen. Hier in der Hand halte ich immer noch die Mavic Mini 1. Aber es soll soweit sein. Wir sollen die neue Mavic Mini 2 bekommen. Und was an den Gerüchten alles so dran ist, was dahinter steht und was hier bei der Mavic Mini 2 dann alles an Neuerungen mitkommen soll, das schauen wir uns jetzt mal an. Seit November 2019 ist diese Drohne am Markt und dieses Jahr gab es natürlich noch ein schönes Update mit ganz, ganz vielen zusätzlichen Funktionen für die Mavic Mini 1. Aber meine Wünsche an die neue Mavic Mini 2 wäre natürlich als erstes 4K. Das wäre der Oberhammer. Als zweites würde ich mir hier in dem Menü die Follow-Me-Funktion wünschen, denn warum sollen es immer nur die Großen haben? Das kriegt man ja eigentlich nur direkt ins Menü reingeschraubt. Das ist ja sozusagen jetzt kein extra Gewicht oder irgendwas anderes. Und gleichzeitig natürlich vielleicht ein bisschen längere Flugzeiten bei den Akkus. Das wäre es schon. Und wir gucken jetzt mal in die Realität. Was ist schon durchgesickert von der neuen DJI Mavic Mini 2? Was soll kommen an neuen Funktionen? Auf alle Fälle gibt es eine russische Business-Website, die heißt Merlion, und die hat schon mal die Typenbezeichnung veröffentlicht, und zwar ist das MT2PD hier bei der neuen Mavic Mini 2, und das ist wahrscheinlich ein Riesengarant, dass die wirklich schon kommen wird. Entweder am 20. Oktober oder am 15. November, wir werden sehen. Spekulativ kann man natürlich in den Konzern ebenfalls nicht reinschauen, das geht einfach nicht, aber was da drin sein soll, das wissen wir aufgrund der russischen Website, nämlich wir können feiern. 4K UHD kommt hier in die neue Mavic Mini 2 rein. Und das ist, denke ich mal, so richtig fett und sicher, denn DJI muss auch ein bisschen was bringen bei der neuen Mavic Mini. Und 4K heißt natürlich ein größerer Bildsensor. Und wenn wir natürlich sehen, wir bleiben bei 12 Megapixel an Fotoauflösung. Aber mit einem größeren Bildsensor ist natürlich auch vielleicht eine RAW-Auflösung mit drin. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Auf alle Fälle werden die Fotos definitiv besser werden, denn durch die größere Linse hier direkt in der Kamera oder die veränderte Linse ist natürlich dann auch die Fotoauflösung ein bisschen besser. Hoffe ich, denke ich, spekulativ steht es auf dieser Website, und ich denke aber hundertprozentig wird hier 4K kommen, da reden alle von, und da könnte ich eigentlich schon fast eine Wette für abschließen. Mal sehen. So, ansonsten gibt es natürlich auch noch unwahrscheinlich interessante Gigs in Sachen Batterie. Ja? Die Batterie soll eine längere Laufzeit bekommen, und zwar soll sie von 30 auf 40 Minuten hochgehen, ebenfalls spekulativ, steht im Netz, ich gebe es euch nur wieder. Und hier soll Bluetooth 5.0 mit verbaut werden, ebenfalls mit Dual Band Wi-Fi, und wäre natürlich eine schöne Sache. Bei Bluetooth 5.0 gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten, hier noch ein bisschen was zu machen. Ich würde mir wünschen, dass der Follow-Me-Modus mit reinkommt. Vielleicht machen sie es ja, dass sie es im Menü freischalten. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch nicht mehr News. Also 4K UHD bei der Videoauflösung, 12 Megapixel mit besseren Fotos, verlängerte Batterielaufzeiten und Bluetooth 5.0 zur aktuellen Wireless-Verbindung kommt halt noch mit dazu. Das sind so die Fakten, die jetzt im Netz durchgesickert sind, und gleichzeitig natürlich auch die Farbe, die ist mit angemeldet mit dem Grau, die wird ebenfalls, denke ich, so bleiben. Preislich bleiben die auch bei 399 Euro stehen. Also da wird auch nicht sehr viel kommen in Sachen Preiserhöhung, denke ich nicht. Vom Gewicht her hoffe ich, dass sie die 249 Gramm halten können. Das werden sie wahrscheinlich auch tun, weil das ist natürlich ein riesengroßes Verkaufsargument für die Mavic Mini 2. Klein, kompakt, zuverlässig und dann noch mit 4K. Ich würde mich freuen. Und ich freue mich natürlich auch, dass ihr zugeschaut habt. Bedanke mich ganz herzlich. Und wenn ihr ein Like da lasst, dann würde ich mich ebenfalls nochmal freuen. Oder einen freundlichen Kommentar bzw. ein Abo, und sage danke fürs Zuschauen und gern bis zum nächsten Video.